Grüß euch, der Mandy spricht. Die Allianz der Befürworter einer Impfpflicht, das ist der verharmlosende Ausdruck für Zwangsimpfung, diese Allianz wächst. In meinem letzten Video bin ich darauf eingegangen, dass Oberösterreichs Landeshauptmann Stelzer zum wiederholten Mal sich für eine Impfpflicht ausspricht. Und zwar dann, wenn sie nicht genug Freiwillige impfen lassen. Naja, mittlerweile erhält er prominente Unterstützung von seinem steiermärkischen Landeshauptmann-Kollegen Schützenhöfer. Und zwar sagt der gute Mann, Kronenzeitung, 14.12.2020, Zitat: Ich wäre für eine Impfpflicht im nächsten Jahr. Man muss manche zum Glück zwingen, wenn die Ärzte übereinstimmend sagen, diese Impfung hat keine Nebenwirkung, sie ist sinnvoll. Zitat Ende. Ja, jetzt kommt man so, wird eh nicht gefährlich, weil übereinstimmend sagen das die Ärzte eh nicht, dass die Geschichte nicht gefährlich ist. Aber diejenigen, die es für gefährlich halten, die kommen ja in Wahrheit nicht vor in der Öffentlichkeit. Das muss man ja auch dazu sagen. So. Ja, die Frage für mich ist jetzt schon langsam, was passiert mit uns Leuten, was wir sagen, naja, Dankeschön fürs Angebot der Impfung, eh recht nett, aber nein, wir tun da halt jetzt nicht mit, weil wir halt ein wenig weiter zählen wie bis zwei oder drei, sondern ja, egal welche Gründe. Ich meine, auf der einen Seite ist klar, dass jetzt natürlich einmal sozusagen das forciert wird, dass man sagt, na, keine Impfpflicht, aber gewisse Berufsgruppen, die schon, oder? So kommt man das jetzt vor einmal. Zum Beispiel, wie hat es geheißen? Körpernahe Dienstleister. Körpernahe Dienstleister sollen geimpft werden. Das ist ein relativ breitflächiger Ausdruck, oder? Körpernahe Dienstnehmer. Dienstleistungen, so körpernahe Dienstleister, ja, da kann relativ viel einfallen, oder? Naja, dann werden sie jetzt natürlich versuchen, die Impfung groß zu propagieren. Geld von der Pharma kriegen sie sicher genug dafür, dass das tun. Ja, aber dabei schaut es halt nicht so aus, wie wenn 50% plus sie impfen lassen möchten. Also, vielleicht kommt es dann wirklich zu dieser sogenannten Impfpflicht, ist gleich Zwangsimpfung. So, was geschieht jetzt da mit Leuten, die sagen, nein, tut mir leid, ich tue da jetzt nicht mit. Kriegen wir eine Strafe, müssen wir eine Strafe zahlen? Oder, weiß ich nicht, kriegen wir eine gerichtliche Vorladung? Und wenn wir nicht hingehen, holt uns dann Polizei an. Ich meine, lieber Herr Schützenhöfer, lieber Herr Stelzer, beantwortet mal die Fragen. Ja, da stellen wir jetzt wirklich die Frage schon langsam. Ne? Als erwachsener Mensch kann ich da, war ich bisher der Meinung, entscheiden frei, dass ich sage, ja, passt, ich lasse mich impfen, weil ich habe mir das angeschaut, für mich überwiegen die Vorteile, oder nein, ich lasse mich nicht impfen, weil zum Beispiel ich sehe mich nicht einer Hochrisikogruppe zugehörig, also warum sollte ich mich impfen lassen? So. Aber so wird es scheinbar nicht sein. Und da stelle ich euch auch die Frage, lieber Herr Stelzer und lieber Herr Schützenhöfer, wisst schon, dass wir in Österreich sind, 2020, ja? Und nicht in die 80er Jahre in der DDR. Also, ich meine, sagen wir sie mal ehrlich. Ja, es bleibt spannend, liebe Freunde. Schauen wir mal, wo das noch alles hinführt. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bitte schön ein Abo auf den Kanal, wisst ihr, es war da eine Geschichte, wenn wir die 100 noch packen in dem Jahr. Und bleibt gesund und vergisst es nicht. Stockfürth ist auch gestorben.